Herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt klären wir die Frage, wie kauft man seine erste Mietwohnung, weil das ist die Frage, die mir wirklich mit am häufigsten gestellt wird. In diesem Video erkläre ich dir alles von A bis Z und wenn es dich interessiert, schau es dir komplett an. Schritt Nummer 1 ist, dass du eine gewisse Vorarbeit leisten musst. Bevor du dein erstes Investment tätigst, musst du dir überhaupt mal bewusst machen, was bedeutet es denn überhaupt, eine Immobilie zu kaufen als Investment. Weil wenn du was kaufst und dann sagst, ich wollte es eigentlich doch nicht, ich gebe es zurück, damit ist nicht. So einfach geht es dann nicht, du hast da gewisse Ausstiegskosten. Deswegen musst du dir bewusst machen, was es bedeutet, eine Immobilie zu kaufen als Investment. Du hast ja gewisse Kaufnebenkosten. Und wenn du auf normalem Marktniveau einkaufst und auch auf normalem Marktniveau wieder verkaufen möchtest, dann hast du ein gewisses Delta, was du wieder reinholen musst, damit du im Plus bist. Und zwar das Delta sind die Kaufnebenkosten, denn die kommen zum Kaufpreis obendrauf. Wenn du günstig eingekauft hast, mag es sein, dass du einkaufen kannst und dann direkt dich wieder trennen kannst mit Gewinn. Möglich, aber nicht so einfach und auch nicht die Regel. Wenn du langfristig investierst, wird es vielleicht schwierig, so ein Objekt als erstes direkt zu finden. Wenn man da ein bisschen Erfahrung hat und ein gutes Händchen dafür entwickelt hat, ist es möglich, aber nicht beim ersten Mal. Es ist auch möglich, aber nur mit Netzwerk, Family und so. Also es geht nicht so leicht. Das war Step 0, also überleg dir erstmal, ob du überhaupt für Immobilien prädestiniert bist, ob das richtig ist für dich. Step 1. Credit Score. Bau dir einen Credit Score, dass du gute Finanzierung bekommst für deine Immobilie. Denn das Tolle am Immobiliengeschäft ist, wenn du mit Fremdkapital arbeitest, nur einen geringen Eigenkapitalanteil einbringst, dann hebelst du dein Investment. Aber wenn du eine schlechte Bonität hast oder kein Eigenkapital, dann wird es schwierig, Finanzierungen von der Bank zu bekommen. So, es gibt zwei Wege, in denen man da vorgehen kann. Der eine Weg ist einfach über die Bonität das Ganze zu machen. Vorhin eben habe ich mit einem telefoniert, einem, der auch die YouTube-Videos regelmäßig schaut. Der hat gesagt, er hat ein Eigenheim sich jetzt gekauft, also eine Wohnung, Neubau, und hat wirklich 110% von der Bank finanziert bekommen, ohne 1 Cent Eigenkapital. Toll, ja, aber auch nicht immer möglich. Bei ihm war es eben möglich, weil er das tolle Gehalt hatte und somit eine sehr gute Bonität bei der Bank vorweisen konnte, mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, hohes Grundeinkommen und noch ein bisschen variablen Anteil, der oben drauf kommt. Deswegen ist es ganz toll, kann klappen, muss aber nicht klappen, denn wenn jemand unbefristet angestellt ist, geht's, ja. Wenn du befristet angestellt bist, wird es wieder schwierig. Wenn du freiberuflich bist oder selbstständig, wird es noch schwieriger. Deshalb ist es wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, okay, entweder rein in ins Berufsleben, dann eine Immobilie kaufen, damit es halt die Bonität da ist. Wenn du nicht angestellt bist und freiberuflich bist oder vielleicht noch Schüler oder Student bist, dann gibt es die Möglichkeit, dass du mit einem Eigenkapitalanteil reingehst. Wenn deine Bonität nicht ganz so gut ist und die Wohnung kostet zum Beispiel 100.000 Euro plus Kaufnebenkosten circa dann 110.000 Euro, ja, in der Bank, in dem Beispielsfall von vorher, wurden die 110 komplett finanziert, wenn das jetzt der angenommene Kaufpreis war. Aber wenn du keine gute Bonität hast, sondern Student bist und Eigenkapital ein bisschen gefordert wird zum Beispiel, dann sagt die Bank, lieber Kollege, wir machen dir 80, 85.000 oder 70, je nachdem. Dann brauchst du halt 40.000 Euro Eigenkapital in dem Fall und du kannst das Ganze ein bisschen noch verhandeln, ein bisschen besser gestalten, klar. Aber wenn du eben keine Anstellung, kein Anstellungsverhältnis hast, dann ist eben der Eigenkapitalanteil, der gefordert wird, die Regel. Aber es heißt nicht, dass es unmöglich ist, eine Immobilie zu finanzieren, wenn du keine Anstellung hast. Du kannst zum Beispiel auch so arbeiten, dass du mit einem Partner arbeitest. Kann sein Family, kann sein Freunde oder so. Dass du dir quasi ein bisschen Geld von denen leihst und dann damit bei der Bank als Eigenkapital auftrittst. Möglich. Funktioniert und klappt auch, ja. Step number two. Du musst dir bewusst sein, dass es Steuern auch gibt, welche dann anfallen. Also die Kaufnebenkosten gibt es dann die Grunderwerbsteuer, die du bezahlen musst direkt beim Kauf. Gibt es eine Tabelle im Internet, werde ich hier mal verlinken, oder du googelst einfach Grunderwerbsteuer Bundesland und dann siehst du, wie viel du da abführen musst, wenn du deinen Kaufpreis eingibst. Dann gibt es zusätzlich Einkommenssteuer, die du versteuern musst, denn du hast ja Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Wenn du 100.000 Euro zum Beispiel im Jahr verdienst, du hast die Wohnung gekauft zum Beispiel vorher für 100.000 Euro und generierst damit zum Beispiel 6.000 Euro Miete im Jahr, dann musst du 6.000 Euro zusätzlich versteuern, sprich du musst 106.000 bei deiner Steuer angeben als Einkünfte, denn du hast ja 100.000 aus deinem Job, 6.000
durch die Miete. Und von den 6.000 der Miete kannst du noch die Zinsen abziehen und die Abschreibung und so. Dann bleibt ein bisschen was übrig. Also nicht ganz die 6.000 musst du angeben, sondern vielleicht im ersten Jahr 1.800 oder so. Im zweiten Jahr wird es dann ein bisschen mehr, weil die Kaufnebenkosten ein bisschen weniger ins Gewicht fallen. Das ist ein komplizierteres Thema, aber so funktioniert das. Du musst dann auf jeden Fall mehr versteuern, wie du durch deinen Job verdienst, denn du hast ja zusätzliche Einkünfte und das muss man natürlich auch wissen. Und wenn dann die Bank eine zu hohe Tilgung fordert, kann sogar sein, dass das Ding Cashflow negativ ist. Deswegen musst du aufpassen, dass du da nicht reinrutscht. Also ich würde immer empfehlen, Cashflow positive Immobilien zu kaufen. Kann man vorher kalkulieren, wenn man weiß, wie es geht. Und wenn die Rendite gut genug ist, in der Regel über 5,5 bis 6%, dann bist du auf der sicheren Seite. Das Ding sollte Cashflow positiv sein. Risiko natürlich, dass fette Umlagen kommen, dass irgendwie ein Dach renoviert mal werden muss oder so. Dann sind das natürlich hohe Einmalaufwendungen, die man aber auch vorher abprüfen kann. Man muss sie nur abchecken eben. Wenn du dich entschieden hast, dass alles passt, finanziell auch, deine Mittel geklärt sind, dann geht es darum, dich zu qualifizieren bei den Leuten, dass du der Richtige bist, das Objekt zu bekommen. Also gerade in der aktuellen Marktsituation ist es echt heiß umkämpft. Es geht heiß her, gerade in den Metropolen geht es extrem heiß her. Und wenn es Objekte gibt, die toll sind, super, dann bist du normalerweise nicht der Einzige, der darauf aufmerksam wird. Deshalb musst du dich qualifizieren beim Verkäufer, um den Deal zu bekommen. Da gibt es zwei, drei Möglichkeiten, wie man sich überqualifizieren kann gegenüber den anderen Leuten. Also eine davon ist zum Beispiel, wie wir es immer machen, wenn ein Objekt gut ist und ich weiß, ey, das will ich haben und das sind nur zwei, drei Kleinigkeiten, wenn die nicht passen, nehme ich es nicht, aber sonst nehme ich es auf jeden Fall. Dann hole ich mir vorab schon eine Finanzierungsbestätigung bei der Bank, bring die mit und zeig dem Verkäufer oder dem Makler, hey, schau mal her, ich habe schon die Finanzierung gesichert. Somit musst du dir bei mir gar keine Sorgen machen, dass das Geld fließt. Daher bin ich ein guter Kunde und wenn ich jetzt ja sage, dann nehme ich das auch. Das hier ist mein Handschlag. Und wenn du es halt dabei hast, bist du auf jeden Fall im Vorteil. Wenn da 10 Leute kommen, wird wahrscheinlich keiner von denen das dabei haben, außer du. Und die anderen bringen es natürlich auch auf Nachfrage vom Makler oder vom Verkäufer. Aber wenn du es direkt mitbringst, dann bist du schon mal einen Schritt voraus. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, was will ich kaufen, was kann ich kaufen, was suche ich, dass du halt dementsprechend vorbereitet bist und auch mit der Bank schon mal vorab sprichst, damit sowas auch zügig abgewickelt werden kann, dass du so ein Formular da bekommst und dass deine Rahmenbedingungen auch abgeklärt sind und dann, ja, dann kriegst du in der Regel auch relativ gut einen Zuschlag. Bei der Besichtigung an sich, also geht es dann nicht natürlich um die Qualifizierung für dich als Käufer, sondern es geht auch darum, dass du das Objekt relativ gut einschätzen kannst, ohne irgendwie da ins Fettnäpfchen zu treten. Daher empfehle ich dir, dass du dich ein bisschen umschaust, vielleicht auch mal ein paar Wohnungen besichtigst ohne Kaufinteresse. Einfach mal reingehen, anschauen und dann bekommt man ein Gefühl dafür, was ist gut, was ist schlecht. Bei den verschiedenen Baujahren gibt es dann auch verschiedene Mängel, die erhöht auftreten. Das habe ich in meinem Buch Old Bad Beton Gold, deine erste Immobilie als Kapitalanlage verdeutlicht. Da gibt es eine Liste drin, da steht, hey, dieses Thema tritt in dem Baujahr auf. Also Link packe ich dir hier rein. Kannst du dir mal reinziehen. Wenn du dich interessierst, dann schau dir auf jeden Fall verschiedene Wohnungen an und dass du ganz genau weißt, wo die Knackpunkte liegen, denn es gibt schon Mängel. Es gibt auch teilweise Viertel, in denen Schimmel erhöht, weil in den 90er Jahren gab es da Fälle, die haben schnell gebaut. Damals haben die Baustellen nicht austrocknen lassen, richtig? Dadurch ist seine Restfeuchtigkeit in der Wand drin geblieben und der Schimmel drückt immer wieder durch. Also wenn frisch gestrichen ist, sieht es toll aus, alles super, aber zwei Wochen später oder zwei Monate oder drei Monate kommt der Schimmel wieder raus. Daher ist es auch empfehlenswert, mit den Leuten im Haus zu sprechen. Also ein Freund von mir, der hat auch zum Beispiel eine Story, eine tolle, der hat ein Mehrfamilienhaus gekauft, hat mit den Eigentümer gesprochen und der Eigentümer, alles gut, kein Stress. Das Haus ist schimmelfrei, alles super. Dann hat er irgendwann mal sonntags bei den Mietern geklingelt und hat gesagt, hey, ich würde gerne ihr Haus kaufen als Kapitalanlage, habe auch schon mit dem Eigentümer gesprochen und ich wollte nur mal fragen, gibt es da Schimmel oder irgendwelche Probleme im Haus? Und dann sagen die normalerweise, nee, alles gut. Aber dann hat er es so gemacht, ganz geschickt, er hat gesagt, hey, wenn es denn Probleme gibt, dann bitte ich Sie wirklich, sagen Sie es mir jetzt, weil dann kann ich es ins Budget einplanen und ich kann die Mängel beheben, denn wenn Sie es mir nicht vorher sagen, dann ist das leider nicht im Budget drin und ich kann auch die Mängel nicht beheben, auch wenn sie da sind, weil ich muss mich halt vorher darauf verlassen, dass der Deal so ist, wie ich es mir vorstelle, daher kläre ich das vorher ab und gebe Ihnen jetzt die Chance, dementsprechend das zu melden.
Dann wurde er mit hochgenommen in die Wohnung von einem Eigentümer und da gab es sogar ein Buch, sogar was rumgegeben wurde in der Eigentümergemeinschaft, die Do-It-Yourself-Schimmelsanierung, weil das war einfach ein schimmeliges Haus, das am Arsch war. Daher kümmert dich vorher darum, ob das Objekt ein gutes ist oder nicht. Es gibt nämlich viele, viele schwarze Schafe auch im Markt. 95% aller Investments kreieren keinen Cashflow. Was wir wollen, wir Investoren, also es gibt Milliardäre, Millionäre, die kaufen, um ihr Geld unterzubringen, um den Negativzins zu vermeiden. Ja, die Leute gibt's, zu denen gehöre ich leider nicht und ich denke mal, du gehörst auch nicht dazu, wenn du dazugehörst. Herzlichen Glückwunsch, du bist am Ende angekommen, hast alles geschafft, was man schaffen kann. Aber wir Investoren, wir jungen Investoren, sind natürlich an Cashflow interessiert. Und auch an dem Cashflow nach allen Kosten, da muss noch ein bisschen Plus da sein. Denn sonst muss man ja aus anderen Einkommensquellen seine Immobilie subventionieren. Also ich bin kein Fan von Subventionen, von dem Investment. Wenn man in Großstädten kauft, wie München, in den A-Lagen dort, da geht es nicht anders mehr, weil da hast du teilweise 2-3% Rendite oder sogar nur 1% teilweise. Und wenn die Bank dann zum Beispiel sagt, sie haben 3% Tilgung abzuführen und 2% Zinsen, dann sind wir ja schon bei 5%. Die Zinsen sind zwar voll abzugsfähig von dem von der Steuer, aber die Tilgung nicht. Und wenn du dann 1% Rendite hast, dann legst halt einfach drauf jeden Tag, jeden Monat aus deinem Einkommen, aus dem Job, aus anderen Immobilien und dann ist es mehr oder weniger eine Spekulation, denn richtig Geld verdienst du damit erst, wenn du es für mehr verkaufst, als du es eingekauft hast und das ist halt so eine Sache. Also ich würde das Spekulation bezeichnen, wenn kein Cashflow da ist von Anfang an, also Plus, finanzielles Plus nach allen Kosten, daher 5,5-6% Einkaufsrendite sollte man haben. In den Großstädten ist es schwierig, innen drin das zu kriegen, aber wenn man ein bisschen rausgeht aufs Land, also ins Umfeld, da gibt es auch so ein paar Spots, zum Beispiel jetzt im letzten Video, hat der Jürgen Michael Schick mir den Tipp gegeben, von Berlin rausfahren, wo, in welche Richtung fahre ich raus? Es gibt ja alle Himmelsrichtungen, aber fahre in die Richtungen raus, in denen die S-Bahn fährt, aber nie weiter raus als die letzte Endstation der S-Bahn, denn da können die Leute mit der S-Bahn in die Stadt reinfahren. Außen sind die Mietpreise okay, die Einkaufspreise sind deutlich niedriger als in der Stadt und die Regulierungen auch. Von dem her macht es Sinn, rauszugehen, aufs Land ein bisschen. Aber nicht zu weit, es soll dennoch das Ballungszentrum da sein. Also ich würde es nicht irgendwo in der Pampa was kaufen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Nähe, Großstadt, Randbezirk, sowas. Da gibt es auf jeden Fall noch diese Deals, von denen ich gesprochen habe, mit 5,5% plus. Das gibt es da safe. Add Value. Ein Bekannter von mir, der auch ordentlich Kapital verwaltet, das ist ein Milliardenbereich. Also echt viel. Der hat zu mir gesagt, ich spreche mit dem einmal im Jahr ab. Also ich treffe mich einmal im Jahr bewusst mit ihm. Ab und zu sieht man sich mal zufällig auf einem Event oder so. Aber ich spreche mich einmal im Jahr mit ihm ab, erkläre ihm, was ich mache und frage ihn einfach, hey, was hältst du davon? Worauf würdest du achten in meiner Stelle? Und was für Tipps kannst du mir mitgeben? Und sein Number One Tipp war, add value. Schaffe einen Mehrwert in deinem Investment, den nur du schaffen kannst. Also ja, nicht einfach eine Neubauwohnung kaufen und vermieten. Dann hat nämlich jemand anders den Add-Value geschaffen, zwar der Bauträger. Der hat ein Grundstück gekauft und ein Haus drauf geklatscht. Und das Ding ist top vermietet, 20 Jahre lang wirst du wahrscheinlich nichts machen müssen, aber der Add-Value ist schon passiert, das Ding ist durch. Wenn du die Wohnung 20 Jahre später hingegen kaufst erst, es gibt ja auch welche, die wurden vor 20 Jahren gebaut, aktuell, dann ist das Ding natürlich unter Umständen renovierungsbedürftig. Und wenn du derjenige bist, der die Renovierung durchführt, und zwar mit deinem Netzwerk kostengünstig auch noch, dann bist du derjenige, der ein Add-Value reinpackt. Wenn die Wohnung leer stand, du kaufst die, renovierst die, möblierst sie und vermietest sie mit Möbel, dann hast du Doppel-Add-Value reingepackt. Du hast Möbel reingepackt, du hast sie renoviert und neu vermietet, dreifach Add-Value sogar. Und dann hast du auch das Potenzial, ziemlich das Investment lukrativ zu gestalten und ja, du hast ein Add-Value reingepackt, den du reinpacken solltest. Dann gibt es natürlich noch ein Upgrade, also die Sanierung, nicht nur die Renovierung. Renovierung ist alles, was auf den Wänden passiert, Tapete, Streichen, Boden, solche Geschichten. Möblierung ist nichts von beiden, das würde ich einfach mal in Betracht ziehen als Topping noch sozusagen. Muss man aber nicht machen, denn wenn man mit Möbeln vermietet, hat es auch einen Nachteil. Und zwar ist der Nachteil der, dass die Leute in der Regel nicht so lang bleiben. Die bleiben zwischen 6 Monaten und 2 Jahren und die haben ja nichts mitgebracht. Dann haben die eine geringe Hemmschwelle auszuziehen. Und wenn du eine Wohnung hast, die leer ist, komplett,
und du mit die Möbel der Mieter selber mitbringen musst und womöglich die Küche auch noch welcher Maß anfertigt, dann bleibt er da 5 Jahre bis 10 oder noch länger drin wohnen. Ist natürlich auch keine Garantie, dass er so lange drin bleibt. Aber die Hemmschwelle ist halt hier oben im Vergleich zum Möblierten, das ist hier unten zum Ausziehen, weil die können ja einfach gehen und haben keine Dinge, die sie hinterlassen. Ja, deswegen würde ich dir empfehlen, add einen Value rein und du bist auf jeden Fall auf der sichereren Seite. Schritt Nummer 7, biete an, biete Sachen an. Also wenn du jetzt eine geile Immobilie besichtigt hast, wenn du eine besichtigst, dann biet irgendwas. Wenn du sagst, hey, die ist viel zu teuer, dann sag, lieber Verkäufer, lieber Makler, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nicht direkt zusagen kann zu dem Preis. Aber ja, ich habe halt einfach andere Angebote auch bekommen, die deutlich besser waren. Und mal angenommen, ich würde ihnen jetzt 80.000 bieten anstatt 100. Wie würden sie denn darauf reagieren? Und sagt da, ja, vielen Dank für Ihr Angebot, wir haben schon 130.000 angegeben. Und dann sagst du, okay, vielen Dank trotzdem und ich würde mich freuen, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und unterhalten uns. Vielleicht kommen wir da zusammen. Oder er sagt vielleicht auch, ja, wir haben bisher noch keinen ernsthaften Interessenten, ich werde das Angebot vormerken und reiche dem Verkäufer weiter. Du weißt nie, was da im Hintergrund abgeht. Wenn der Verkäufer sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Ding, ich möchte es loswerden, dann kann es sein, dass er sagt, hey, akzeptiere ich, vielen Dank, wenn Sie eine schnelle Kaufabwicklung garantieren können, dann akzeptiere ich das Ganze. Und dann machst du zack, zack, Geld wird überwiesen, Wohnung gehört dir, du hast einen guten Deal gemacht. Nur fürs Fragen, hey, mal angenommen, was wäre, wenn ich 80.000 biete, dann bist du auch nicht offensiv, du bist nicht irgendwie der aggressive Einkäufer, der nur drauf hat. Du hast einfach lieb angeboten und gesagt, hey, ich habe einfach bessere Angebote. Unter diesem Umstand wäre es doch toll, wenn wir da zusammenkommen. Könnte klappen, hat schon geklappt bei mir mehrfach und bei Bekannten von mir natürlich auch. Inspiziere das Objekt ganz genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Wohnung, wenn du ein Mehrfamilienhaus kaufst, dann ist es mehr der Fall wie jetzt bei einer Wohnung. Bei einer Wohnung hast du in der Regel eine Person, wo du rein kannst und dann schaust du dir die Wohnung an und dann passt eigentlich in der Regel. Gibt es noch einen Keller, eine Tiefgarage, die du dir anschauen kannst, alles cool. Aber wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufst, ist es halt bei der Erstbesichtigung meist halt der Fall, dass du vielleicht nur ein oder zwei Wohnungen sehen kannst und die restlichen 10 kannst du irgendwann sehen. Und wenn du dann natürlich ein Kaufangebot abgeben möchtest, dann immer unter der Bedingung, hey, ich gebe das Angebot ab, hier ist die Bestätigung der Finanzierung, haben wir ja vorher abgeklärt, oder und würde gerne die Immobilie erwerben, aber ich möchte vorher die anderen Wohnungen noch sehen und dann ist es auch in der Regel geklärt, dass du die sehen kannst. Wenn da noch irgendwas auftaucht, was vorher verschwiegen wurde, hast du eine Referenz gesetzt mit einem Gebot, was akzeptiert wurde, dann kannst du ein bisschen runtergehen und wenn vielleicht irgendwie noch ein verstecktes Potenzial drin war, das halt der Verkäufer vergessen hat, dann musst du es natürlich auf der anderen Seite auch akzeptieren. So wenn er sagt, hey, hier haben wir für besser vermietet als eigentlich gedacht ursprünglich, dann ist halt einfach so, dass du ein bisschen mehr Einnahmen, dann musst du halt dementsprechend auch dem Verkäufer entgegenkommen, weil du erwartest ja auch das andere. Dass du halt alles anschaust vorher, dass du die Potenziale erkennst, dass du die möglichen Mängel erkennst, die teuer werden können, dass du da in der Hinsicht abgesichert bist. Die laufenden Kosten sind natürlich der nächste Punkt. Wenn du das Ding gekauft hast, dann musst du dir mal eine Kalkulation aufstellen. Was kostet das Ding mich eigentlich jeden Monat? Dass du weißt, okay, ich habe Fixkosten in Höhe von bla 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 und Einnahmen in Höhe von bla bla bla. Und da muss natürlich ein Plus dastehen, dass du die Kosten alle aufführst, dass du weißt, wenn du eine Wohnung kaufst in einem Mehrfamilienhaus, die realen Kosten, die wirklich anfallen, sind nicht die, die du abführen musst. Teilweise werden Rücklagen gebildet für Sanierung, wenn zum Beispiel das Dach neu gemacht werden muss oder eine Vollwärmeschutz beschlossen wurde in der Eigentümerversammlung und die Umlagen erhöht wurden, damit das Geld auf dem Konto ist, dann wird natürlich erhöht Kapital von dir gezogen. Das sind Sachen, die du vorher abklären musst vor deinem Investment, nicht, dass du dann denkst, geil, ich habe 6% Rendite, aber du musst richtig viel abdrücken jeden Monat. Wir haben nämlich auch ein Objekt in einer Wohnanlage, die wurde großartig saniert und da sind teilweise Wohnungen drin, da sind die Mieteinnahmen niedriger als das Hausgeld. Das musst du dir mal überlegen. Die Mieteinnahmen sind unter dem Hausgeld. Das heißt, der Vermieter zahlt fett drauf, also richtig fett. Und das sind halt so Sachen, wenn du das nicht abklärst richtig und du kaufst das Ding und dann siehst du, oh shit, ich habe ja 400 Euro Miete und 800 Euro im Monat muss ich zahlen an die Hausverwaltung. Solche Fälle gibt es tatsächlich. Dann bist du in einer schwierigen Situation, wenn du nicht das locker aufbringen kannst, das Geld. Und wenn du die Wohnung dann weiterverkaufen willst, dann mal herzlichen Glückwunsch. Dann bist du
Ja, das sind so die Risks, die man hat im Immobiliengeschäft. Klar, es kann passieren, dass so eine Immobilie man hat, aber kann auch passieren, dass sowas beschlossen wird, nachdem du gekauft hast, zum Beispiel 2 Jahre danach. Deswegen klär es vorher ab, was ist in dem Ding drin, was kann passieren, welches Risiko hat das ganze Investment, dass du da abgesichert bist in diesem Punkt. 10. Schritt, wenn du das Investment gefunden hast, wenn du es gekauft hast, wenn du mit der Finanzierungsbeschädigung hingegangen bist und das Ding bekommen hast und die versteckten Potenziale entdeckt hast, die du dann auswertest, die du dann ausreizt, nicht auswertest, ausreizen tust, dass du quasi gute Mieteinnahmen hast, dass du niedrige Kosten hast, dass du eine saubere vermietete Wohnung hast mit einem tollen Mieter. Geht es natürlich da, einen tollen Mieter zu finden. Die laufen natürlich nicht nur auf der Straße rum und sagen, hey, ich bin der beste Mieter überhaupt. Du musst gut vermieten. Das ist ganz wichtig. Also wenn du eine Wohnung kaufst, die schon vermietet ist als Kapitalanlage, dann kannst du natürlich reingehen und kannst mit dem Mieter sprechen, kannst mit dem vorherigen Eigentümer sprechen, ob er immer rechtzeitig gezahlt hat, solche Dinge. Und wenn du aber neu vermietest, hast du das Risiko, dass halt einer drin ist, der ein bisschen chaotisch ist oder so. Das kann immer mal passieren, klar. Aber wenn man ein gutes Bauchgefühl, Menschenkenntnis hat, dann ist man in der Regel da abgesichert. Bei einem Neuvermietungs Thema hast du das auch? Du kennst den Mieter noch nicht oder du gehst halt irgendwie über eine Firma, über eine größere, wo du so über das Blackboard oder über die Personalabteilung Leute findest, die dann bei dir einziehen. Das ist immer toll, wenn man die Firma als Mieter gewinnen kann. Haben wir auch Fälle teilweise, da ist es so, denn da weiß der Mieter das. Dann sagt der Mieter, oh, wenn ich jetzt nicht aufpasse und irgendwas mich scheiße verhalte oder was kaputt mache oder so, die haben den Draht zu meinem Arbeitgeber und dann bist du in einer mächtigeren Situation. Deswegen schau, dass du Mieter bekommst, die einfach vom Bauchgefühl her passen. Wenn du ein schlechtes Gefühl hast, dann sag lieber mal nein und vermiete einen Monat später. So verhinderst du auch das Thema der Mietnomaden. Also es gibt wohl welche, ich habe noch keinen gehabt. Wir hatten mal ein paar, die später gezahlt haben, aber bisher hat es immer gepasst alles. So, jetzt sind wir schon am letzten Schritt angekommen und der heißt wiederholen. Wenn du das Ganze durchlaufen hast, dann weißt du ja perfekt, wie es geht. Beim ersten Mal wird es immer ein bisschen holprig, das ist klar. Aber wenn man nicht anfängt, wird man nie besser. Deshalb besser mal anfangen, mal so ein Ding durchlaufen, wenn es Spaß macht, dann weitermachen. Nächste, 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 nächste. Und irgendwann bist du vielleicht an dem Punkt angelangt, an dem du mehr Einnahmen hast als bei deinem Hauptjob. Und dann kannst du dir die Frage stellen, wie es weitergeht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schick mir eine Mail oder über das Kontaktformular, das unter dem Video ist. Und wenn du Bock hast und es dir wirklich richtig gut gefallen hat, dann klick noch den Teilen-Button und schick's an 1, 2, 3 Freunde, die sich's auch anschauen können, denn so kriegen wir extrem viel Reichweite und ich kann tolle Interviewpartner für euch hier gewinnen. Vielen Dank und viel Erfolg!